Wir wollen ja wissen, was er zu sagen hat, nicht was wir zu sagen haben. Paul, darf ich dich gerade, dass die Leute mal wissen, wer du bist, fragen. Ich habe gesehen, du wohnst nicht im Seefeld. Das ist schon mal ein kleiner Makel, aber das lassen wir natürlich gelten. Ich meine, wenn das Atelier da ist, ist das schon gut. Dann haben wir gesehen, du wohnst aber im Kreis. Ich will es ergänzen. Ja. Ich war da schon über 30 Jahre. Und das ist bevor die Preise explodiert sind. Deswegen wohne ich im Seefeld. Gut. So. Jetzt wohnst du dort, wo die Preise am explodieren sind, im Kreis 4. Ja, so ist es. Und, aber du bist gar nicht von Zürich, habe ich gesehen. Ist das schlimm? Ja, das können die Leute selber beurteilen. Darum musst du dich jetzt erklären. Ja, wir sind ja alle ein bisschen Zuwanderer, oder? Wie die Abstimmung gezeigt hat, oder? Stimmt, ja. Irgendwie, oder? In Biel ist in einem alten Haus gestanden, in der Altstadt, steht jetzt noch. Liebe Ausländer, lasst uns mit diesen Schweizern nicht alleine. Die lassen es hängen, wirklich. Also ich bin geboren auf der Westschweiz, aber ich könnte ja da geboren sein. Das wäre jetzt, oder man wählt das ja selber nicht, oder? Deswegen, die Schweiz ist ja nicht so gross. So, oder? Aber gerade den welschen Dialekt hast du also nicht, nein, oder? Das ist so... Burgistein heisst das, das kennt niemand. Hat zwar eine Burg, nein, das ist Kanton Bern gegen das Friburgische. Ist das, oder? Ist so ein, von Bern geht man richtig Lausanne oder richtig Thun, oder? Und dann inzwischen hat es das vorerst der Gurten und dann zieht sich aber ganz lang hinter bis auf Rischegg, Schwarzenburg und Plaffeien, Guggisberg und so. Dort oben bin ich geboren. Ja. Schön, Burgistein, das ist Schlössel, wo man bewohnt ist. Und es gibt halt alle Jahre gibt es noch ein Reifli-Schiessen dort. Weil das Schloss hat den Bernburger gehört, früher, also vor 200 Jahren. Und dort hatten sie einen Typ, der den Leuten Land gegeben hat. Das ist das Gummigelgebiet, der Schwefelberg und so. Und das hat der Bernburger nicht gepasst. Und dann haben sie den Reifli, einen Scharfschütze, geschickt nach Burgistein. Und hat der Schwanvogt gsi verschossen, weil er da Leute lang gegeben hat. Und seither gibt es in Burgistein immer noch ein Riefli schiessen. Nicht der andere vier, sondern ein Riefli. Oder? Ironie der Geschichte. Oder? Versteht ihr das? Das Riefli schiessen ist nicht für den, der ihn lang gegeben hat, sondern für den, der ihn umgebracht hat. Oder? Unglaublich. Ja, da komme ich her. Ja, eben. Und dort bist du auch aufgewachsen in die Schule? Ja. Mhm. Und dann fragt man sich bei so einem Beruf, wann findet das der Wechsel statt? Das ist ja nicht so, wie wenn jemand sagt, das soll ich jetzt lernen, oder ist das bei dir so gewesen? Soll ich jetzt Hochbauzeichner lernen oder Schreiner? Oder, ja, da gibt es ja noch Bildhauer. Ja. Das war so bei dir? Nein, ich habe, das ist schon, wie du sagst, so, was macht man nach der Schule? Und dann habe ich Steinhauer gelernt. Mhm. Also Kielfenster und Stegentritt, und, also technisch, oder? Und dann bin ich sofort nach Paris. Nach der Lehre, das war ja Lehre. Ja, sofort bin ich in Paris. Und nachher habe ich lange noch in Biel gelebt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch ein bisschen, mich bilden. Oder? Die Schule war ja nicht wahnsinnig. Dann bin ich die Juventus da in Zürich. Und seitdem bin ich da. Ändere mich.
Ja, und in also, Paris bist du dann auf Abwägen und Künstler geworden? Schaurig. Ja, 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 nein, das ist schon vorher klar gewesen. Nein, ich hätte also du bist auf Paris, um eine weitere Ausbildung zu machen als Künstler? Eigentlich oder? Schon, aber es ist eigentlich um den Mensch gegangen. Ich habe mich nicht neu müssen. Dort, wo ich herkomme, das ist ganz schön. Oder? Aber das, sind, das ist einfach, die Umgebung ist halt wie oft in der Schweiz, weißt du? Das ist dann nicht. Du musst dich wie frisch zusammensetzen, wenn du andere Wege willst als die üblich. Weißt, wenn du, eben von dem her hätte ich auch weglernen oder irgendetwas, das wäre sowieso so rausgekommen. Ich würde vielleicht ein bisschen weichere Formen machen. Nein, auf Paris ist natürlich, nicht wegen Paris selber, einfach dann bin ich alleine dort aufgeschmissen und gelernt, ein anderes Leben leben, eigentlich das, was mir entspricht. Oder? Das ist schon. Ja, in dem Sinne. Aber dort hast du dann auch etwas schon gemacht als Bildhauer in Paris? Oder ist dort schon einfach das Leben genossen? Ja, ich habe schon wählen, ich hatte Adresse, aber ich hatte keine Zeit. Ich war auch ganz jung und habe zuerst mit der Glossare und dann ein bisschen mit der Bosar, aber das ist nicht. Es war mir noch zu früh, um jetzt da, weißt, so einen Weg einschlagen. Und das ist, das war in den 60er Jahren, das ist wahnsinnig lang, oder? Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich irgendwie wieder packen, oder? Und dann bin ich auf Zürich gefahren, also habe mich dann fernangemeldet, Juventus, bin schon am ersten Abend in die Schule, B-Matur in Zürich, keine Erwachsenenbildung. Und dann habe ich so ein bisschen rumgejobbt, ich hatte ja einen Beruf, oder? Also ich, technisch komme ich schon raus, oder? Und dann habe ich so Bildhauer, manchmal etwas können raushauen oder so. Und so habe ich überlebt dann, oder? So, oder? Jawohl, und dann bin ich da in der, habe ich Glück gehabt, auf eine Art, zwischen bin ich mal in Biel gewesen, aus Wili, und dort hatte ich einen Chef gehabt, auf eine Art. Und der hat technische Patronat gehabt, wo der, ich glaube, die zweite Skulpturausstellung in Biel. Hat es früher gegeben, oder? Und wir haben dann müssen schauen, dass alles stimmt. Und dann ist Hans Eschbacher, der alte Bildhauer von Zürich, dem sind Skulpturen umgekehrt, weil das Fundament schlecht gemacht hat. Und dann habe ich einen flicken, die anderen sind kaputt gewesen. Und dann ist er plötzlich da ein Typ gekommen, was machst du da? Und eben der Eschbacher, das war ein bisschen ein Fetzer gewesen. Und wir haben uns aber gut verstanden, gesagt, ja, das ist super. Und später, da bin ich aber schon zu Zürich gewesen, habe ich einen Brief bekommen von dem Eschbacher. Ob ich nicht Zeit hätte und so, und dann gesehen, wie ich arbeite. Er könnte mich brauchen. Und dann habe ich schön näher gewohnt von ihm, in Jedenstein. Und das hat sofort geklappt und dann haben wir, er hat einen grossen Auftrag gehabt. Und dann habe ich dann gearbeitet für den. Der Bund hat uns gezahlt, wir haben so ein gutes Verhältnis gehabt. Und das war so ein neuzähliger Mensch gewesen, der hat, zum Beispiel der Otto Müller, der jetzt an der Kunstpreis und wo die Art Doc da unten stattfindet. Der ist dort immer vorbeigekommen und dort sind ganz viele Künstler immer. Wir haben gearbeitet bis Mittag und Nachmittag sind wir gerade die Welt verhandeln. Und das sind dann meine Universitäten ein bisschen gewesen, oder? Das ist eben der Otto Müller, Rudi Demuth und die ganze, also jede Leute sind dort vorbeigekommen. Und ich war jung und ich war in der Schule noch. Ich konnte nachher mithalten. Oder? Und das ist auch für mich, bin ich so richtig angekommen in dieser Welt. Oder? Mattioli, all die Künstler. Oder? Früher hat man sich noch viel mehr gesehen. Dann haben sie den Kaisersrablauben, oben in St. Peter, haben sie nachts um 10 Uhr, haben die sich an mich getroffen einmal in der Woche. Und ich habe nebenzu gewohnt. Und dann ist klar, dass man dort am Tisch ist. Und so habe ich da diese Welt erfahren. Oder? So bin ich so drin. Ja. So. Dann habe ich angefangen mitmachen oder selber einfach Skulpturen machen. Dann habe ich den Sepp Weiss kennengelernt, der hat er schon im Himmel. Und dann habe ich so ein paar Arbeiten gemacht, da. Die habe ich im Helmhaus ausgestellt und so bin ich dann, so ist es langsam geworden, oder? So. Also hast du dann von dir aus selber Sachen gemacht? Ja. Gut, jetzt ist ja so, ich meine, es gibt viele Leute, die Künstler kennen und wegen dem nicht einfach automatisch auch Künstler werden. Bei dir hat das aber irgendeinen Einfluss gehabt, dass du jetzt mit diesen Leuten zusammen warst. Was treibt denn einem an, jetzt zum Kunst zu machen? Oder was hat dich antrieben, nicht einem, einfach dich antrieben? Eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hätte können weglernen, oder? Ich habe schon als Bub immer gebastelt. Zuerst habe ich Flugzeug und weiss der Teufel was, gebastelt und Sachen
gemacht und dann durch die Umwälzungen und so, wo, was passiert ist politisch, oder? Und dann mit den Leuten, oder? Das hat ganz radikale Leute gehabt. Das sind zum Beispiel der Paul Grass, ist ein Lehrer von der Grundschwebschule und der ist aus dem Spanischen Bürgerkrieg gekommen. Also es war wirklich für mich wie eine Universität gewesen. Man konnte wirklich auf der gleichen Ebene einander fahren können. Paul Niso ist immer mit seinem Kragen dort, der Leben geworden. Er hat damals ein Buch geschrieben, «Diskurs in der Enge». Das hat man bei mir. Und das ist für mich dann schon, und dann habe ich schon gemerkt, was mit mir durch soll oder will. Oder? Das war eigentlich ein Nährboden gewesen. Und das hat mich natürlich den Weg abgekürzt, dass ich die Leute kennengelernt habe. Dass ich nicht wegen der Liga, sondern dass ich mit Leuten zusammengekommen bin, wo man hat können, sich kennenzulernen und reden. Krach haben und Meinungen bilden. Oder? Das ist wichtig für mich. Oder? Nicht jetzt zur Schule, Bachelor, Master und nachher Stipendium. Das gibt es eben auch. Aber ich war ja Nobody und praktisch trotzdem ein Autodidakt, obwohl ich technisches Wissen hatte. Aber vom Geist her habe ich das natürlich unbedingt gebraucht, oder? Eben mit dem Niso, die haben gestritten, oder? Der Niso hat doch immer da geschrieben, man muss die Schweiz verlassen, das ist eine Katastrophe. Das kann man nicht, und da hat wirklich eine ganz andere Meinung gewesen. Das war sehr spannend. Das hat mich so auf eine Art zusammengesetzt, dort, wo ich hin will, oder? Ja. Du hast gesagt, dort, wo ich durch wollte, also, dann hast du irgendwie gemerkt, in dem Zusammenhang mit diesen Leuten ist klar geworden, wo ich durch will. Jetzt kann man sagen, ja, also klar geworden, wie hast du Kunst machen wollen, aber kannst du noch genauer sagen, wo du denn durch hast wollen? Oder was hast du denn wollen mit dieser Kunst? Oder was ist dein Antrieb gewesen? Oder was ist dir wichtig gewesen, wenn du jetzt den Weg genauer beschreibst? Wie meinst du, was hast du wollen? Also, wenn du hast vorhin gesagt, Schriftsteller schreibt, ja. Und der Bildhauer, Gestalter ist, okay. Oder Maler, oder heute macht Konzept und so. Und über das reden ist noch nicht genau das Gleiche, oder? Schon man probiert das verständlich. Aber das wächst doch in einem rein, oder? Ich hatte zum Beispiel eine ganz religiöse Mutter gehabt, die hat mit dem Gott, ich habe das gelernt, oder? Das war schon mal Stoff, den man brauchen kann, oder? Aber das habe ich dann sonst müssen halt verwerten, oder? Und das Politische und irgendwie, ich habe auch manchmal nicht nur an meiner Karriere gebastelt, oder? Ich habe Bühnenbilder gemacht und habe anderen Leuten geholfen, etwas zu generieren. Und in einem Theaterspektakel habe ich auch Bühnenbilder gemacht und so. Aber das ist für mich das Gleiche eigentlich, oder? Das ist nicht so. Also für mich ist ein kurzer Satz, könnte man so sagen, wenn jemandem wie mir etwas gelingt, wo irgendeine Art einen Sinn macht für die Gemeinschaft, oder? Dann bin ich nicht den Leuten auf den Bau gekommen. So. Okay. Und das ist aber einfach ein Gefühl, das du hast, das macht Sinn für die Gemeinschaft? Oder Nein. Das ist das ein Konzept, wo man kann sagen kann, das will ich machen, weil das macht Sinn, das ist schön oder das hat eine Aussage, die irgendwie eine Diskussion auslöst? Oder ja, das ist ein Mischwerk von dem. Das ist natürlich, oder man hat, zuerst probiert man ja irgendwie, also man hat so seine Dranguse, ist für mich ein Gott gewesen, oder so Leute. Oder, ja, von der Formensprache her, oder? Und nachher macht man das aber selber, probiert das und das klingt verreckt vielleicht ab und so. So habe ich jetzt noch ganz verschiedene Arbeitsstücke, die noch nicht fertig sind, wo ich plötzlich wieder weiss, wie weiter. Aber eigentlich im Sinn von Sachen ändert das nichts, oder? Wenn zum Beispiel mal im öffentlichen Raum eine Arbeit ist, die gelungen ist, wo sagen wir, eine Brunnenanlage oder eine Skulptur, die Sinn macht, oder? Dann ist es gar nicht wichtig, wer das gemacht hat, sondern das ist eine gute Arbeit der Gemeinschaft. Das macht einem stolz, aber dass einem das gelingt, oder? Das kann man nicht nur erschaffen, oder? Ich glaube, da muss man einfach auch alle Sinne brauchen. Das ist ja nicht wie ein Beruf, weißt, wo du anfängst und dann lernst du mehr dazu und dann wirst du Chef oder weiß ich was oder Professor. Und das ist ja immer alles, das ganze Leben spielt da drin, wo natürlich da die Sachen dann irgendwie in dir selber umsetzen.
Zum Beispiel mit Stein. Ich kann jetzt Stein, oder? Aber guten Abend. Guten Abend. Für mich muss es gar nicht Stein sein. Wir sagen es immer. Ich habe ja mal eine Pyramide gemacht, die steht dort im Volkshaus. Oder? Wir sagen Pyramide Paul, oder? Aber man tut sich halt gerne immer auf. Also beim Kanzleiareal, ja, ja. Das ist auch Pyramide. Ja. Eben, das ist die. Und dann die Leute nehmen immer die Abkürzung, wer ist das, was macht er, und dann wissen sie es schon. Dabei ist das nur die Haltung. Also, das ist nicht die Wahrheit eigentlich, oder? Das ist mehr, wenn du dich mit Materie beschäftigst, spielt dir alles immer drin, oder? Was du erlebst, die Beziehungen, das ganze Zeug. Wir haben ja damals die Krawallzeit erlebt, oder? Im 68er, sozusagen, oder? Und das ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert in einem innen, oder? Weißt, wo dich dann schon festigt, weißt du? Merkst du, ja, nein, also, wo das durchgeht, oder? Das klingt halt nicht immer, oder? Weißt du, Aussagekraft? Ja, dahin hat es ja so sehr rein. Ich habe mal bei Galerie Ziegler eingeladen, um eine Ausstellung zu machen. Das ist eine renommierte Galerie. Und da war der Golfkrieg und dann dachte ich, muss ich da irgendwie etwas machen. Dann habe ich so eine ganze Serie unnütze Waffen gemacht. Die liegen da hinten, so schwer zum Lupfen, was ich glaube. Aber es ist stilllich schieflos. Oder? Aber ich habe gemeint, ich muss das machen. Oder? Und jemand danach, ich habe schon ein paar gesagt, ja, genau, ja, wahnsinnig. Oder? Und andere sehen das gar nicht. Oder? Und bei mir ist das natürlich auch so. Ja. Zwischenfrage, hört man uns da rein? Lüten! Ja. Ich glaube, wenn wir 20 Meter vorne rücken, dann macht nicht einen grossen. Also, wir versuchen, die Leute zu reden. Klar. Und sonst strecken einfach auf, dass wir das Signal hören. Wir müssen wieder gegen auf. Ja. Ich habe ja keinen Bart. Ich habe letztens gelesen, dass das Schawinzige, das ist eine Zumutung, dass er Bart, weil die, die nichts hört, lesen ab der Lippe und im Bart sieht man es nicht recht. Also hast du die extra rasiert? Dass man kann ablesen. Das letzte Jahr hast du da mal einen Tag der offenen Tür gehabt, wo wir auch können, so in dein Atelier kommen. Dann haben wir auch schon ein bisschen mit dir geredet und hast du etwas Interessantes gesagt. Dann haben wir auch so gefragt, was machst du denn so? Wie kommst du zu deinen Aufträgen? Du musst, jemand muss ja dann die Sachen kaufen. Du kannst ja nicht immer einfach alles bei dir behalten. Und dann hast du gesagt, ja, du hättest schon mal einen langen Auftrag gehabt, du hättest ein Jahr arbeiten können. Und du hast aber gleichzeitig hast gesagt, dann habe ich ein Jahr verloren. Ja, das stimmt. Also, das ja, ist ja eigentlich der wirkliche Künstler, wo, wenn er dann etwas muss machen muss, was eigentlich nicht nur das ist, was er machen will, ist es wie verlorene Zeit. Nein, das ist nicht ganz, Nein, das ist natürlich so, oder? Ich habe dort beim Locher gute Zahlen, die zum Boden ausfräsen. Und das ist ein, da haben sie mich gefragt, ich war zufällig daheim gewesen, da hat so ein Mensch angerufen, gesagt, haben Sie schnell Zeit? Wir haben hier einen Spickel und meine Jahr kommt der Leuenberg, ich kann öffnen und fällt Ihnen etwas ein? und dann bin ich so vor den Kopf gestossen. Und dann, wie das so ein langer Spickel ist, sie haben mir gesagt, ich muss 3 Jahreszahlen müssen, irgendwie, wann, das ist statt dieser Bankgeschichte. 1875 ist diese Bahn oberirdisch gegangen, in Summe heisst Seebahnstraße. Und dann im 1923 hat man den Wiedichengraben gemacht. Und nachher den Zimmerbergtunnel, der jetzt auf Talwil hineingeht. Und dann haben sie gesagt, da drauf muss irgendeine Skulptur und so. Oder? Und dann habe ich da gedacht, ja, das ist schwierig, da auf dem Trottoir oben ein Würmchen, oder? Das ist ja nicht möglich. Auf jeden Fall die drei Kolonnen sind 3x4 Zahlen, oder? Habe ich Skulpturen gemacht, also skulpturale Elemente. Und die sollen zum Boden ausfräsen. Und jetzt ist das ja so, das ist ja dann überleist, oder? Ich denke, das könnte man machen. Und dann sagen die, ja gut, das ist lässig, das machen wir. Da ist so viel Kapital da, wo sie sagen, so viel darf es kosten oder so viel kosten. Und es ist natürlich so, ich habe das selber müssen machen, sonst hätte jetzt nichts verdient daran. Und dann muss man aber die Arbeit. Und das gibt es halt zu tun. Da bin ich im Steinbruch in Jura, oder? Bin ich schon mehr oder weniger ein Jahr lang mit dem beschäftigt gewesen. Das meine ich, weißt du? Du musst dann das auch richtig machen. Das ist gestäubt und das ist gefährlich. Und das ist einfach eine manuelle Arbeit dann. Und die Idee ist schon lange, oder?
Es ist dann der Reiz. Hat Zeit mehr für anderes denn? Nein, du musst dann eigentlich richtig machen, weißt du? Mhm. Und dann ist natürlich dann der Reiz ist noch da, wenn es mal steht, ob es so funktioniert, wie du gedacht hast, oder? Aber die Zeit musst du durchschalten. Ja, das muss. Beim Lochergut. Wenn man von Kalkbreite in die Badnerstraße und dann steht das Lochergut, bevor man über diese Bahn braucht, gehen die so die C-Bahnstraße durch. Oder? Das ist die Zeit, weißt du? Oder ich habe manchmal, wenn ich vor. Das ist jetzt auch schon einige Jahre, wenn ich mit jungen Leuten gehabt, vom Amt, die haben so, das war so ein Einsatzprogramm, wo die Emilie Lieberherr auf die Beine gestellt hat. Da haben sie mich, einen Monat lang hatte ich etwa 8 oder 10 Junge, die so ein Zwischenjahr gemacht haben. Studenten, die irgendetwas anderes. Da war ich einen Monat mit denen beschäftigt. Die waren gut bezahlt. Aber das war auch so ein Effekt, oder? Das war total interessant. Aber dann hatte ich ein paar Mil und einen Monat fort. Oder? Das ist immer ärgerlich. Ja, aber vielleicht versteht man das, oder? Das ist schon gut. Gute Erfahrung, oder? Aber jetzt ganz praktisch, wenn du sagst, du hast einen riesen Auftrag gehabt, der dich sehr lange in Beschlag genommen hat, fast ein bisschen länger als dir lieb war, hast du nie, wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, auch jemanden darstellen oder einen Teil von der Arbeit wie im Auftragsverhältnis weitergeben oder so etwas? Ist das ein Thema für dich? Wer? Aber erstens haben sie gesagt, wir haben so viel Geld. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn wir die Zahlen machen, kostet es aber das Doppelte, mindestens. Und dann haben sie gesagt, ja, geht's noch und so, oder? Und dann, wenn ich jetzt, dann haben sie das billiger trotzdem, oder? Sie haben das einfach wollen. Und wenn ich jetzt jemanden angestellt habe, dann muss er mindestens so gut sein wie ich, oder? Und dann muss die Zahlen richtig und das ist ein Stutzen weg. Dann hat er nichts verdient, oder? Das war ein Zwangslage. Aber so hast du nicht viel verdient. Du hast mal, die halbe Arbeit gratis gemacht, oder? Nein, weil ich alles selber gemacht habe. Aha. Ich habe im Jura das Material gefunden und dann gesagt, wenn ich es da machen bin, kaufe ich es. Und die haben Freude, dass jemand kommt. Und man ist relativ günstig gehabt, oder? Aber ich habe selber einen Zeck müssen. Und wenn ich habe nicht einmal einen Hilfsarbeiter brauchen, dann ist es gefährlich, oder? Da hat man so einen Diamantfräser. Und wenn der im falschen Ort steht, hat er eine Ecke ab, oder? Wenn er nicht Schwein hat, oder? Eben darum musst du es selber durchziehen, halt, oder? Ja, das ist ein bisschen eine Geschichte, die Zürich beschäftigt, oder? Wenn du eine Idee hast, oder? Und das umsetzen. Ich bin jetzt halt nur einer von denen, der das selber kann. Aber eine Technik, wenn er eine Zeichnung macht und geht zum Ingenieur, darum ist alles so teuer auch. Das ist dann gar nicht machbar, oder? Weil die Leute musst zahlen, oder? Zum Beispiel die Kräne. Wenn ich jetzt das da gemacht hätte, das wäre schon gegangen. Aber da hätte ich unheimliche Kosten gehabt. Weil der grösste Stein ist 5 Tonnen. Und dann muss man den kehren und unterschaffen und so. Darum habe ich in dieser Werkstatt, also in dieser Steinbruch gemacht, die haben da die Laufkatze, die muss ich einfach Knöpfe drücken. Das ist der. Und so ist dann das. Aber du musst einfach kommen und das machen, oder? Auch wenn es regnet und wüst und kalt ist. Aber ist ja gut, weißt du? Aber darum habe ich das dir wenig gemacht. So, ja. So, oder? Kannst du denn so einfach jetzt etwas sagen? Ein Tag im Leben von Paul Sieber, wenn man jetzt mal von diesem Grossauftrag absieht, du bist jetzt da, arbeitest mehrheitlich da unten, hast ja auch mal einen Beruf gelernt und dort, wo du einfach Steinhauer warst, stelle ich mir vor, und Angestellte, bist um 7 Uhr arbeiten und hast irgendwann um 5 Uhr aufgehört, jetzt bist du selbstständig, folgst deinen eigenen Projekt. Was heisst das auf deinen Alltag? Du kommst dann einfach, wenn du mal Lust hast, um zu arbeiten, so gegen die halbe 10 und gehst dann wieder, wenn du nicht mehr so Lust hast? Oder ja, zuerst wie sieht das aus? Zuerst noch ins Bett richten und Kohlwas anzünden. Genau, das ist doch das Gleiche, bis die Inspiration kommt. Und dann Grosswetterlage studieren. Nein, das ist. Ich habe doch. Eben, siehst du, wenn ich. Der Herr. Die Annelise fragt mich manchmal, was machst du? Dann komme ich schon in Verlegenheit, oder? Weil ich habe. Wenn ich, manchmal komme ich daher und dann weiß ich gar nicht. Und dann sehe ich eine Arbeit, die ich angefangen habe und sehe die Lösung, oder? So, oder? Und dann ist ein Tag weg, dann geht es dann so hell, dass es auch mag sein, oder? Eben, das ist natürlich schon das Thema, weil es ist. Wenn man dran ist. Es geht natürlich nicht am Tag erledigt, oder? Und am anderen Tag bist du vielleicht besoffen und siehst das nicht mehr. Oder so, weißt du, oder?
Aber ja, das musst du wollen, das ist eine Passion, oder? Mhm. Passion, oder? Aber gibst du dir eine feste Struktur? Also das heisst, ich arbeite vom 7 nein. bis um 12 Uhr und von 2 bis um 5 Uhr? Ich arbeite einfach. Du schaffst einfach? Ich stehe auf und dann muss ich die Zeitung lesen, schauen, was da läuft. Oder meine immer da, oder? Ich muss es einfach, oder? Und dann werde ich nervös, dann muss ich da hin, auch wenn es Nachmittag schon ist oder am Morgen früh oder je nachdem. Das ist ja der Luxus, oder? Aber es ist dann nicht um 6 Uhr fertig, oder? Also dazu, ich habe etwas Lustiges erlebt. Als ich da in die Abendgymnasium habe ich einen kennengelernt, einen sympathischen Typ. Er hat gesagt, ja was, ich bin Steinklopfer, aber ich habe kein Bild auch. Ich sagte, ja, aber das kann ich auch. Ich muss einfach Geld verdienen. Er sagt, ja, kommst einfach. Weißt du, ich habe 3 Arbeiter und dann schaffst schon mal ein bisschen, wenn wir schauen, oder? Und nachher, ja, so sympathische Typen, die Steinklopfer, weißt du. Und mit denen, aber ich war natürlich immer müde gsi, weißt, abends bis um 10 Uhr Schule und noch aufzugehen. Und dann morgen, die haben um 7:30 an, oder? Da bin ich natürlich immer zu spät, oder? Ja, oder? Und dann habe ich aber gearbeitet, oder? Und nachher, nach 4 Tagen haben sie in Baracken gesagt, du Paul, das geht nicht. Hey, du kannst nicht. Weißt, wir arbeiten hier schon 30 Jahre, oder? Wir haben unseren Lohn, oder? Und der Kurt, der Chef, ist unser Freund. Das ist wunderbar und ich habe mir auch gern. Das ist gut, du machst das gut. Aber du kannst nicht später kommen, mehr machen wie mir bis am Mittag. Das ist mein, wie der Kurt verrückt, oder? Ich habe auch geschafft, die verrückt. Das habe ich gedacht, oder? Defizit aufholen. Hat nicht geklappt. Aber immer passt, weißt du, was wir machen, oder? Und da ist natürlich manchmal. Manchmal schaffst du etwas, und es geht, und es klingt dir nicht, oder? Und handherum ist zack, und ist schon fertig. Da muss man schauen, dass es nicht kaputt macht, wenn man zu viel macht dran. Also, eben, das wäre ein anderes Klischeebild, das man kann haben von einem Künstler, neben dem, der jetzt einfach Goldwasser raucht und wartet, bis die Inspiration kommt. Der Getriebene, oder? Wo ja, ja, das ist 24 Stunden am Tag, wie ein Wahnsinniger arbeitet und so weiter. Das ist ja, das strahlst du auch nicht aus. Mama. Mit nein, also, nein, ausstrahlen hoffentlich nicht. Oder? Ich bin nicht so, oder? Ich bin nicht so nervös. Also, das ist einfach mein Leben. Oder? Aha. Da kann ich sein, wo ich will, auf die Welt umreisen. Das ist drin. Oder? Aha. Aber ich will nicht ständig zeichnen und machen und fleissig sein. Oder? Das soll das alles einflüssen und versuchen, das irgendwie zu leben, zu verwerten. Oder? Verwerten ist ein bisschen ekliges Wort. Mehr so das zu sein, was ein Mensch aufnehmen kann. Weißt? Jetzt bin ich, letztes Jahr sind wir in Südindien umgereist mit der Namensanalyse. Und dann hat es auch so Tempel und die Leute. Aber für mich ist das mindestens so wichtig, wie die Leute miteinander leben, was die für eine Substanz haben, wie die miteinander umgehen. Nicht nur, was sie machen, oder? Und deswegen ist das eigentlich, ist für mich das gar keine Frage, das ist selbstverständlich. Das ist eine Lebensform einfach, oder? So. Das heißt eine Lebensform. Wenn man jetzt würde sagen, du bist Bildhauer von Beruf, das würde dem nicht gerecht werden in diesem Fall. Weil du bist offenbar Bildhauer, das ist als Persönlichkeit, als deine Identität, ist deine Lebensform. Oder sagst du das, mein Beruf ist Bildhauer? Ja, ich mache ja noch Bilder und zeichne und Zeug und Sachen und knete und koche. Na, alles wirst du, aber das ist das, was ich. Also es ist natürlich nicht so, dass ich denke, am Ende von meinem Leben mache ich noch eine hure schöne Figur, oder? Das ist nicht so, oder? Ja. Eben das mit den Waffen, das ist gut, dann habe ich das mal gemacht, oder? Das ist vorbei, oder? Und jetzt bin ich dran, was aus St. Paul rauskommt, oder? Ob noch etwas Gescheites daher kommt. Oder so ein Auftrag, wie die Zahlen, das ist lässig, dass man hinkommen ist, im richtigen Moment, oder? Die haben gesagt, sie haben 2 Monate Zeit. Sonst holen wir jemand anderes, oder? Und dann ist aber relativ schnell gegangen, weil ich denke, die Zahlen und so. Und dann ist eigentlich die gedankliche Arbeit ist dann gemacht, oder? Und sonst schaust du ständig, was sonst noch weißt, möglich wäre, was ein Mensch in dieser wahnsinnigen Umwelt. Ich beschäftige mich sehr mit der Umwelt und die Fragen und das ganze Zeug. Das Sinnlose du als Mensch, oder? Aber ich kann es ja nicht lassen, wie ihr seht. Es ist überall etwas angefangen, oder? Ich habe nichts dafür, dass ich auf die Welt gekommen bin. Aber du machst nichts Sinnloses. Das ist nicht das, dass das...
Ja, aber also, der. Ich habe es nicht gehört, dass das eben nicht der Mensch, oder? Mhm. Eben, ich habe vorher Indien erwähnt. Wir sind im Süden, ganz im Süden von Indien gewesen. Das ist, im Westen ist es recht lebendig und es ist auch schön. Und, die Leute schauen, das ist dort so ein bisschen sozialistisch, die schauen sich an. Und im hinteren Teil der Ruhe, das ist Tamil Nadu, das sind Tamilen. Und dort hast du das Gefühl, sie haben wenig, aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie leiden. Aber es ist ganz eine andere Welt. Oder? Und das ist mir immer der Sisyphus in Sinn vom Gamü. Der Gamü hat einmal geschrieben, der den Stein auf dem Berg rollt, wieder ab oder rauf, dass der wahrscheinlich gar nicht unglücklich war. Oder? Also ich komme nicht genau so vor, aber es wird nicht immer denken, ja, was ist das Menschsein, oder? Weißt du? Oder? Da die Yacht und all das, die schöne Wäschanlage, die einen haben gesehen. Oder? Es ist alles da, oder? Schon. Aber und, etwas treibt dich an mich schon. Denkst du, du machst nur noch Ausstellungen? Ja, ja, sicher. Eben, aber dann kommst du ja doch manchmal in Stress. Du denkst, ich muss dann etwas haben. Ja, ja, ich bin ständig im Stress eigentlich. Aber nicht so, dass ich sage, oh, jetzt muss ich so, weil du kannst nicht anlegen. Ja, weißt, schnell gehen, das Kultur aber das machen. Macht dann den Stress? Zeit? Nein, die Zeit ist... Müssen wir es nicht gerade herausfinden, nicht gerade weiss. Ja, eben darum muss ich da hin. Und dann vielleicht geht es dort nicht, aber dort oder so. Oder vielleicht gar nicht gerade wieder, weil ich etwas anderes in den Sinn kommt. Oder? So ist das natürlich. Stress ist eigentlich in dem Sinn, dass ich nicht unnütz blöde Zeit irgend mit einer Deppe Bar hängen zu lang, oder so, wo mich gar nicht interessiert. Also weißt, Stress, dann werde ich nervös, oder? Weil ich denke, ja, nicht weil der Mensch jetzt, weil irgendwie ich habe das Gefühl, ich muss das noch nutzen, was ich noch für Zeit zur Verfügung habe. So ungefähr, oder? Mhm. Ja. Nochmal eine Variation zum Wort Sinn. Kommt da immer etwas in Sinn? Ja, ja, ständig. Ja, oder manchmal habe ich schon geträumt. Mhm. Ja. Aber eben, das ist auch so. Also, du bist immer voll von Ideen. Es ist eher so ein Problem, dass du sie nicht umsetzen kannst oder ja. Nicht weißt, wie umsetzen. Ja. Oder nicht Zeit hast oder nicht das Geld hast. Oder was weiß ja, weißt du, ja, ja. Und weißt du, natürlich, meine, ich bin ja nicht. Eben, der Sisyphus bin ich ja nicht. Eben, oder? Wir haben ja Havagrane, oder? Die Thematik, weißt du, Kunst im öffentlichen Raum, überhaupt Kunstdebatten. Das muss man alles wissen und sich auch weißt, so einklinken oder nicht. Oder einfach ein Gefühl aufbauen dazu. Und eben, ich habe Sinn, wenn du fragst Sinn. Es ist ja alles gemacht eigentlich, oder? Auf eine Art, oder? Ob schon, wenn dann gleich etwas klingt, ist es wirklich lässig, klar, oder? Aber man kann schon Zweifel tragen, was wir da alles machen, oder? Mhm. Immer arbeiten und mehr zahlen für die Wohnungen und so. Das hat alles miteinander zu tun, oder? So, oder? Auf jeden Fall, oder? Das macht wieder Sinn, oder? Also hast du denn auch Schaffenskrise gehabt? Also, ja, das ist eine persönliche Frage, aber... Ja, das ist permanent. Mhm. Permanent, oder? Mhm. Das ist beinhaltet das, oder? Ja. Soll ich noch, oder? Ja. Ist eigentlich sowieso wahnsinnig, oder? Mhm. Dass man... Ich habe jeden Tag kann das mal auftauchen. Ja, das begleitet alles das heißt, eigentlich, ja. Oder? Damals, als ich auf Paris bin, oder? Ich bin in einem wahnsinnig schönen Ort aufgewachsen. Da sieht man, in der Ferne sieht man Eigenmönch, Jungfrau und so. Aber die Leute sind immer noch die gleichen dort. Sie haben jetzt alle Strassen asphaltiert und Bäche eingeleitet und Hecken geschnitten, weil sie es gleich nicht mehr bauen dürfen. Also, das ist der Geist, oder? Mhm. Dann bin ich auf Paris gekommen, habe ich all die Adressen gehabt. Dann bin ich aber umgehängt, an der See damals, mit den Kloscharen. Und dann habe ich aber Philosophen kennengelernt. Die nicht Kloschar sind, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern sie wollen gar nicht mitmachen. Und reden miteinander den ganzen Tag. Denken Sinn und Unsinn vom Leben. Und das bringt dann schon als junger Träumer. Und weißt du, ja, hey, hat etwas, oder? Aber wegen dem bin ich ja gleich nicht, oder? Wir sind gleich noch mal dran, oder? So. Eben diese Sachen, weißt du, Sinn und Unsinn, oder? Aber jetzt, eben Bildhauer mit Stein. Das ist ja, das tut ja das vielleicht noch fördern. Das habe ich noch mal gelesen. Das ist im Vergleich zu anderen Kunstarten ist das natürlich etwas, wo man am längsten dran hat. Also wenn ich da steht jetzt nicht mehr, oder steht noch da, deine
deine Spirale. Das ist ein Staubfacher vor. Ja. Oder ich meine, da hast du schon mal die Idee gehabt, das hat jetzt Spirale bis oben. Ja. Dann hast du die ja alle müssen. Also, das kannst du ja nicht dann schnell machen. Nein, das geht dazu. Und dann, währenddem musst du nicht jedes Mal studieren, was mache ich jetzt. Du weißt, ich will die Spirale. Und dann hast du sehr viel Zeit zum Studieren. Oder? Das ist eben gefährlich, dann verletzt man sich, wenn man abwesend ist. Aber es ist ja so. Das ist schon. Eben Stein, weißt du? Den Muck habe ich davor gehabt, hat mich schon lange geärgert. Also, was soll ich aus dem machen? Und dann ist mir das plötzlich irgendwie. Hat es ergeben. Und ich merke, das liegt da drin. Oder? Das hat schon eine Form gehabt. Und dann musst du halt. Ja, dann musst du arbeiten, oder? Klar. Das sind dann Monate. Ja, schon, oder? Mhm. Aber das ist natürlich wieder die. Dann bist du irgendwie. Weißt du, der ist ja da vorne gelegt und dann muss er kehren. Oder? Schauen, ob es funktioniert, was ich will. Dann ist das die Ungewisse. Weißt du, ob das auf den Punkt bringst, oder? Dann vergisst du das plötzlich mit der Zeit, oder? Dann ist das weg, oder? Dann denkst du, dann muss ich da durch und so. Es geht halt Tage dann, oder? Klar. Du bist dann gefesselt auf eine Art, oder? Mhm. So. Aber sonst müsste es auch nicht Stein sein, was ich mache. Ich könnte auch andere machen. Aber ich habe jetzt die Steine. Ja, man muss schon eine bestimmte Affinität haben zu dem Material. Sonst fängt man schon gar nicht an. Ja, ja. Also. Nein, gut, das ist natürlich, das kann ich, oder? Das ist, wenn ich würde basteln, das wäre wahnsinnig, oder? Nein, ich kann den Stein kann ich von Hand umkehren, in 10 Minuten. Ohne mich zu verletzen. Aber das ist in der Erfahrung. Oder tut man auf dieser Höhe etwa ein Drittel einen schweren Holzklotz oder vielleicht zwei. Dann schubt man um, dann geht er runter und dann hat er einen Schwung. Und dann steht man auf die andere Seite und drückt ihn gerade auf. Und sonst spürt man Kranen. Aber das ist Erfahrung, wissen Sie, das ist nicht. Computerprogramm kann ich auch nicht. Oder? Ich kann nicht sagen, so macht es monatelang die Schule, oder? Eben, das ist auch Erfahrung. Oder? Seit wann kannst du von dieser Erfahrung auch leben? Also, das ist gar keine Frage, ich lebe einmal. Ja, aber ich meine, du hast mal einen Brotberuf gelernt, oder? Und bist dann gewechselt zum Kunstberuf. Also, hoffentlich irgendwann mal der Schwester Sachen verkaufen, aber ich nehme nicht an, dass das einfach sofort gegangen ist. Oder? Weil Sieben seinen ersten Versuch im Stein gemacht hat, ist es noch lange gegangen, bis er auch den ersten Stein verkauft hat. Ja, ja, klar. Und so, eben, die Durchstrecke überwinden, hast du ja wahrscheinlich geschafft. Eben, beim Kurt, aber dann sagt es gerade nicht, wenn der es um 9 Uhr kommt. Okay, aber das war eine Episode, oder? Wie lange ist denn das? Klar. Ja. Nein, also, das habe ich vergessen, aber das ist ja schon lange. Dann, ich hatte ja einen Beruf gehabt, oder? Und viele haben in Zürich alles renoviert: das Rathaus, dann noch die Nationalbank davor, Bellevue. Und ich habe hier einen Steinhauermeister kennengelernt. Der hat mich ab und zu geholt. Gesagt, wir haben hier einen Kopf, der verfault ist, den muss man neu machen. Oder? Dann haben sie mir ein neues Stück gebracht. Der Abguss vom Stück durch, was noch war, haben wir es müssen aufmodellieren und dann das raushauen. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Oder? So. Und das ist auch immer ärger. Da musst du auch wirklich gute Arbeit machen. Und dann hast du dann ein paar Mill und die Zeit ist fort. Oder? Das ist immer. Also meine Devise war natürlich einfach immer wenig aufwendig leben, oder? Aber machst du das heute noch, Auftragsarbeiten? Nein. Schon seit? Ewig. Seit ewig nicht mehr? Ja, den brauche ich einfach nicht. Nein, das geht irgendwie. Ich bin so ein Lokalmatador. Das ist schon nicht mehr das Gleiche wie heute, wo Tausende von Künstlern jedes Jahr auf den Markt kommen, oder? Früher hat man sich noch kennt, oder? Ich habe sogar erlebt, dass ich mal schwimmen, im Hallenbad, und dann hat so ein Herr gesagt, sie sind sie nicht, können sie mal ins Büro kommen? Und dann habe ich Auftrag bekommen. Ja, so müssen mich dann, oder? Mhm. Das ist absolut nicht mehr möglich heute, oder? Das ist klar, oder? Wie lautet denn so ein Auftrag? Sie sind doch Künstler, machen Sie mir etwas Schönes? Nein, das war der städtische Beamte. Ein Adjunkt, Hochbauamt. Oder? Mhm. Und er hat gesagt, wir haben hier ein kleines Budget, Sie sind jung, probieren Sie etwas. Wir haben hier so ein Plätzchen, oder? Und
wenn Ihnen etwas einfällt, meldet Sie sich. Oder? Ja. Und dann habe ich Glück gehabt. So. Und das gibt dann ein bisschen Vertrauen natürlich. Ja. Oder? Mhm. Was nicht so wichtig tut. Mir das hilft einem schon. Nicht nur der Auftrag, sondern man merkt, man wird beobachtet und ernst genommen. Mhm. Weil den habe ich gar nicht gekannt. Oder? Der hat mich aber gekannt, irgendeine Vorstellung. Dann merke ich, man wird wahrgenommen. Oder? Und das ist natürlich schon ein Bewusstsein. Oder? Dann läuft man ein bisschen anders durch die Stadt. So, oder? Unsere Vorstandskollegin Gina Attinger hat letzten Sommer eine Führung gemacht, wo sie ein Bewusstsein gerufen hat, Kulturen in Riesbach. Und unter anderem waren wir auch im GZ und haben diese Stelen gesehen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann, ich habe die ja schon tausendmal gesehen und ich kann nicht sagen, ich sei schon stehen geblieben und habe die genau angeschaut. Das hat mir einfach gefallen, aber es ist nicht hoch im Bewusstsein. Und da habe ich eben erfahren, dass das von dir ist. Kannst du etwas sagen, weil das ja so doch Prominenz mit im Seefeld steht? Die Entstehungsgeschichte von dieser Stelle. Ja. Das war ein Symposium. Ist das euch allen ein Bewusstsein, was das ist? Ja. Also mit dem GZ, bis uns vor dem Freigimmi, dort drin so eine lange, schlanke Stelle mit so Menschenfiguren, die so aufeinander auf der Schulter stehen. Ja, das ist so eine Geschichte. Das ist der gleiche Mensch, der nachher Phänomene gemacht hat. Der Georg Müller, der hat immer so Sachen probiert und der hat so ein Symposium, bevor es die Schule gebaut wurde, das hat mit der gar nichts zu tun. Der hat einfach, das ist so ein Unternehmer, der immer etwas probiert hat. Und der hat uns eingeladen, 6 Bildhauer. Er hat den Hans Fischli kennt. Der Hans Fischli hat Frau Feller kennt von Horg oder Richterswil, die mit dem Schalter, die viel Geld haben. Und die haben das gezahlt, oder? Also gezahlt, die haben uns das Material gezahlt. Wir sind miteinander etwa 6 Leute, sind wir dann ins Matschertal, gehen Steine anschauen. Und dann ist so ein riesen Brügel dort gelegen. Da haben sie gesagt, ja klar, mitbringen, oder? Und das ist nachher dort in den unteren Bäumen gelegen. Und da haben wir ein halbes Jahr haben wir dort miteinander gearbeitet. Ein bisschen. Und ich habe dort ist gerade eben die. Ich habe immer politisch. Also vor Ort haben wir geschafft? Ja. Ah, ja. Ja, es ist dort entstanden. Ja. Aha. Ja. Ist das genau? Ja, Anfang 70er Jahre. 72, 73, ja. Ist das gewesen, ja. Kohlbrenner, der Willy Wimpfheimer, Esther Giesler. Und der Rolf Lachsmann. Ja. Und der Hannes Staub. Das war auch noch dabei. Oder? Das war schon zusammengewürfelt. Und dann war aber das Chile. Oder? Ich habe politisch hatte ich immer ein Problem mit mir, Schweizer. Und dann ist das, hatte ich ein Problem. Ich dachte, ich muss doch irgendetwas. Also, ich kann das nicht stoppen, aber wenn mich das schon wichtig ist, oder? Versuchen, oder? Nachher habe ich die 4 Körper, die stehen dagegen rein, so, und die 4 dickeren dann auf dem Grind, und das heisst Salvador Allende. Und ich meinte, ich müsste das unbedingt, oder? Also, so ist das entstanden, oder? Und dann ist es ungewiss gewesen, aber der Hans Fischli, der war ja mal früher Kunstgewerbeschuldirektor gewesen. Und er hat dann, ist dann auf die Bauämter, wo er gewusst hat, dass da hinten gebaut wird, hat er das dann angedreht. Oder? Darum steht jetzt dort. Oder? Mhm. Ja. Okay. Ja. Du hast vorhin einen Satz nicht fertig gemacht. Du hast gesagt, du hättest die 4 Figuren aufeinander gestellt. Und dann hast du gemeint, du müsstest Salvatore Allende. Nein. Ich habe gemeint, das ist auch in mir gesteckt, dieser Sache etwas entgegenstellen. Und dass ich überhaupt erwähne, oder? Mhm. Oder? Mhm. Ich habe gewusst, zum Beispiel, dass der Streik mit Schweizer Maschinengewehr gemacht haben, oder? Und so, oder? Das hat mich sehr beschäftigt. Junger Mensch, bist du total, oder? Und dann habe ich das gedacht, jetzt muss ich das irgendwie probieren, oder? Kommt man das gesehen, oder? Weiß ich nicht. Und dann einfach die einander verdrückt auf eine Art oder einander die Lasten abgleichen oder wie auch, oder? Mhm. So ist die Skulptur entstanden, oder so. Und deswegen haben sie ganz roh gelassen, oder? So, oder? Also, ja. Noch eine Frage aus dem Publikum. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Nachher würde ich gerne, einfach weil es mir gerade auf der Zunge brennt, nachher tue ich es gerne öffnen. Weil du jetzt
hast ein paar Mal so Bezüge gemacht zum Politischen, eben jetzt gerade Chile, Salvador Allende, einerseits und andererseits so der glückliche Sisyphus, oder, wo jetzt eigentlich gar nicht so nach Politik tönt, sondern eher so nach einer, ja, so von einem Werden lassen, also nicht der engagierte Mensch. Also ich weiß, es gibt vielleicht verschiedene Interpretationen. Einfach, wie hast du es mit dem Politischen? Ich frage auch darum, weil du jetzt ja Plastik hast im St. Jakobskirche. Ja. Und das ist auch im Kontext mit einem Aktionsmonat, wo dort hinten die offene Kirche St. Jakob gemacht hat, mit vielen Quartierengagierten jetzt in Aussensiel. Oder? Also, das ist auch so ein, kann man da auch verstehen, als ein politisches Statement. Ja. Also ist so deine Kunst eine politische Kunst oder wäre das jetzt vermessen, dass er so sagt? Wenn es angedacht wird von den Leuten, ist das super. Aber das kann man natürlich nicht verlangen, oder? Mhm. Wenn es manchmal gelingt, oder, dass man Gedanken kann transportieren kann oder dass jemand auf das kommt überhaupt, oder? Das ist schon ein Anliegen, aber es ist einfach, man kann das nicht so. Das ist natürlich wie ganz schwierig, oder? Ich kann nicht sagen, ich politisch. Nein, alles ist ja politisch. Das ist Jean-Luc Godard, der mal gesagt, er macht nicht politische Filme, sondern er macht politisch Filme. Mhm. Oder? Er tut Leute einbinden, er schafft mit den Leuten, sodass die auch leben können, in dem Sinn von der Demokratie und so, oder? Nicht nur Raubbau und so. Aber eben dem etwas abzugewinnen, das ist natürlich ganz heikel, oder? Ich habe zum Beispiel die Waffen da hinten, das sind so lange grüne Stücke, oder? Das hast du vielleicht gesehen. Die sind mal in Budapest ausgestellt gewesen, nach der Wende. Und dann, also, Pro Helvetia hat den Transport gezahlt, aber organisiert haben wir es eigentlich selber. Im Verband Bildender Künstler Budapest. Und dann eine riesige Halle, und da sind die Waffen dort gelegen. Und irgendein Minister ist gekommen, hat mich so gehebelt und hat irgendetwas vom Ungarisch, der gar nicht von mir gerettet, einfach, oder, schwadroniert. Und dann sind Reporter da gewesen, die haben so etwas in den Blick dort. Und dann ist der gestanden, es ist wieder ein Schweizer da mit der Waffe. Und dann sind die jungen Leute gekommen, das war sehr gut, das war lustig. Eben, das hat das funktioniert, oder. Also nicht, was der Reporter hat etwas ausgelöst, und dachte, was ist los? Oder? Dann habe ich sehr sympathische Leute kennengelernt. Eben, Brücken sind nicht klar. Weißt? Manchmal geht es, wenn man so erheischen, ist es meistens bemühend. Oder? Und das, der Zeigefinger nützt ja nichts. Oder? Das ist eher so, wenn die Leute selber ein bisschen drauf kommen. Oder? Ich kann nicht sagen, ich bin politisch, das ist sowieso. Das geht nicht, oder? Ist klar. So, oder? Ja. Ja, bitte. Ich wissen, wie du im Winter schaffst. Mit den Händchen. Nein, das ist ja so. Bei uns ist es nie so wahnsinnig kalt, oder? Und das beschränkt sich auf, wenn ich jetzt eine Arbeit habe, die muss fertig sein unbedingt, was eher selten der Fall ist, oder es ist ein Auftrag, das kann sein, dann baue ich ein Haus drum, dann mache ich dazu, so, wegen dem Wind, oder? Aber wenn es gefroren bleibt, dann hat es keinen Sinn. Dann muss man sich zwar mal anlegen. Oder ich gehe zwar immer daher, weil es ist dann wie eine Bergwanderung. So. Ein paar Stunden, bis also, wenn man etwas macht. Oder? Ich kann es nicht daher zeichnen. Das mache ich daheim. Ich habe daheim ganz viel zu tun. Oder? Dann komme ich gar nicht. Aber so 5, 10 Grad ist super zum Arbeiten. Oder? Wenn man sich bewegt. Das ist wie man geht laufen. Oder? Oder man muss einfach nach heißen Tee so. Und nicht übertreiben. Hast du auch noch ein Atelier daheim? Ja, auf der Heim. Also Atelier nicht in dem Sinn, einfach zeichnen und so, oder? So, ja. Klar. Aber schon mehr als der Küchentisch? Ja, natürlich. Hat einen Bleistift und so. Der Maschinenpark ist ja sehr veraltet. Funktioniert der überhaupt noch? Ja, das Kränchen dort, ja. Aber das ist ein Relikt, das ist eher, das tun wir dann Limmer gehen nachher. Ja, das wenn der andere, der ist nur Rost, oder nicht nur Alm. Aber der Kompressor läuft nicht mehr. Ja, das ist ja so, das ist natürlich, das ist ein Sauermotor, oder? Die ist nie kaputt.
Aber das müsste ich elektrisch machen. Das kostet auch. Da muss ein Spezialist kommen. Und wenn ich jetzt wirklich Luft brauche, aber Luft brauche ich nur, wenn ich muss bohren, aber das mache ich gar nicht gerne. Oder? Aber dann würde ich jetzt, wenn jetzt der Fall wäre, oder? Dann würde ich von einem Baugeschäft einen kleinen mieten und das zahlen und tschüss, dann würde ich gehen und dann hätte ich nichts damit zu tun. Weil das ist, das sieht einfach gut aus. Oder? Aber sonst ist es. Ja, das ist ein Lokomotiv, das ist so ein Block, oder? Die gehen dann nie kaputt, wenn es nicht nass wäre und innen ist entdeckt. Aber es ist elektrisch, oder? Dann müssen wir da. Könnte man verschenken, ja. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Da habe ich am Boden mit so Winden umgedrüllt. Eben, das ist, was du gesagt hast. Weißt, dann ist, mache ich es richtig. Weißt, man muss ein richtiges Vorstellungsvermögen haben, dass es klappt. Oder? Ich habe dann ein Modell gemacht für eine Ausstellung. Und der hat gesagt, ja, machen Sie das, das müssen wir haben. Oder? Und dann habe ich das müssen machen. Und ich habe nicht genau gewusst, wie. Aber es hat dann geklappt, zuletzt, oder? Aber was sie ihn natürlich holen, das habe ich nicht gezahlt, oder? Ja. Ja, das ist ein so teurer Kran. Dann. Das würde ich auch nicht, oder? So, nein, nein, so schaffe ich nicht. Also, das ist dann. Aber das kannst du nicht allein. Ja? Wohl. Ja, ja, sicher. Mama, das kann man schon. Mit Ägypter. Ja, bitte. Steigheit. Ja, ja, so, ja, ja. Ja, das Charakter hat, oder? Das so. Bitte. Die Skulptur vom St. Jakob. Das ist ja fantastisch. Bleibt die da stehen? Ja, zwei, drei Monate. Und dann tun sie frisch verhandeln. Es ist noch nicht klar. Weil der Stauffacher wird, glaube ich, umgebaut. Und jetzt schauen sie, ob sie es vielleicht integrieren können. Aber ich kann mir es nicht vorstellen. Das sind ja, das ist Stadt, oder? Und das andere gehört dem Kirche. Wie das Besitzverhältnis, oder? Sie hätten es gerne, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt. Das kann man nicht einfach so. Das ist ja eine Ausstellung dort auf eine Art, oder? Und mal schauen, was passiert. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein Stückchen Rest-Seefeld. Das ist ja wahnsinnig, oder? Die Stadt kommt halt. Also, wir waren schon da, bevor sie die Brücke gebaut haben, da oben. Das war früher, ja, ja. Das war noch Barriere da vorne. Ja, ja. Ja, Ende 60er Jahre. Ja. Ende 60er Jahre, ja. Und dann hat es da, das war ein grosses Areal. Die Seefelder haben dem das Loch gesagt. Da hat einer das Flugzeug gebaut, die haben dann ein Schiff gebaut. Und Kibag, das war noch nicht da, die Silo. Die haben da die so Häufen gehabt, Flaschensteine und Erdaushub. Das war ein richtiges Depot. Das war ein Zaun vorne. Und einer vom Straßenbauamt hat da gewohnt sogar. Er hat so eine Baracke gehabt mit seiner Familie. Das war ein richtiger Bidonville damals, oder? Und davor ist ein Fischer, der Herr und Frau Ruf, also ein richtiger Berufsfischer mit Netz. Dann, er ist immer mit dem Westbau, ist es dann in die Beize gebracht und sie hat es geschruppert und gemacht. Es war ein richtig gutes Leben, ein bisschen wie jetzt auf einem anderen Planet sozusagen. Und das Areal gehört der Stadt. Und die Seepolizei schaut ein bisschen, darum muss ich da nicht immer alles wegräumen, oder? Aber jetzt ist natürlich von allen Seiten geschrumpft, oder? Und das da ist auch nachher gekommen. Da haben sie, die haben mal ein Metro bauen in Zürich. Metro, bevor der S-Bahn. Und dann haben sie im Vorfeld haben sie gedacht, wir tun den Aushub von der Schacht auf das Ladyschiff kippen, auf der Brücke. Und dann sind sie im Obersee, in Uolen, durch die Kibag schon knapp 150 Jahre aus dem Seegrund Kies rausnehmen. Das muss ein riesiges Loch sein. Wahrscheinlich geht der die Welt mal rein. Nein, dann haben sie gedacht, wir tun den Aushub dort rein. Die haben schon Schiffe gemacht, die unten aufgehen, oder? Und die haben dort hochgefahren. Und dann ist die Abstimmung aber gefallen, oder? Die Leute haben keine Metrowelle. Und dann ist die Brücke da gestanden, das ist ein Panzerbrücke. Da können 10 Lastwagen rauffahren. Das ist wahnsinnig. Und das ist oben runter, das ist sehr, sehr Kreide, oder? Das ist 45 Meter. Die Föhl hat so solche
Pfahl gebaut, ist das, oder? Unglaublich, oder? Dass es hebt, oder? Der Brücke übrigens auch, die ist sehr weit aber verankert, oder? Jetzt bauen sie ein Schiff aufbauen und so. Und wir haben dann da für sie können, einen Freund gehabt, der ist jetzt eben nicht mehr da. Und vorher sind wir am See vorne gesehen, dann können wir da über müssen. Und jetzt ist es praktisch, was eben sagen die Leute, ja, das ist ja Wahnsinn. Dabei, die wollen da mal einen Hafen bauen, glaube ich, oder das weißt du mehr, was denn da vielleicht. Jetzt ist das nur Rest Zürich, oder? Ja, ist lässig. Es kostet mich fast nichts. Strom und ein bisschen vom Hochbauinspektorat können wir jetzt jemanden schauen. Die Heizung wird noch viel kosten. Ich heize nicht. Nein, heize nicht. Nein, nein. Bitte? Nein, nein, also die Seepolizei schaut natürlich nicht auf mich, oder? Aber davor hat sie an der Mole. Das sind so Betonkübel, die im Wasser liegen. Vielleicht hast du schon mal draußen gesehen, oder? Wo die Yachten abgebunden sind. Und die zahlen. Darum jetzt hier schöne Toiletten für Frauen und Männer. Und die Polizei muss immer schauen, wegen der Lümmel, die auf die Schiffe gehen und so, oder? Die fahren alle halbe Stunde mal da durch. Und die kennen mich, ich kenne sie, also immer neu. Aber die schauen ein bisschen, oder? Dann können sie sagen, sind sie da und so. So bin ich ja, ab und zu passiert, aber eher selten. Das ist so ein bisschen ja, der Zoll, den ich zahle. Dass manchmal halt irgendein Lümmel rum an Glosche liegt und so. Oder? Und wenn sie nichts kaputt machen, ist mir das gleich, oder? So. Ja, offen sind alle an, oder? Meine, Videokamera oder weiss ich was. Es ist ja nicht so, dass... Wenn ich Sachen, die mir wahnsinnig wichtig sind, tue ich schon weg, oder? Es ist eigentlich wenig passiert. Früher weniger, aber jetzt ist ja nicht zu laut reden. Jetzt sind ihr ja da, jeder weiß. Schickt ihr die Koffer vorbei, holen wir die Ware ab, oder? Nein, nein, das ist gut so. Es hat eben schon Leute, oder zum Beispiel da vorne, wo die Garage, die Einfahrt, das sind Strassenmannen, die Strassenbauamt, die haben das Depot. Und die kennt man auch, das ist schon soziale Kontrolle, oder? Von Art, oder? Das ist schon so. Und die Chauffeure vom... Jetzt, eben, der Platz, das ist lässig, aber am Tag durch jetzt nicht Lastwagen da, oder? Das tut dann manchmal, oder? Aber es ist doch ein bisschen wie ein Schutz, die Betonfabrik... Beton braucht es ja. Also kann ich im Windschatten von der Betonfabrik bildhauern. Sozusagen, oder? Ja? Ja, da hat's ja, ich würde dann sagen, können wir mal schauen, vielleicht ist sie schon da. Andersrum gesagt, würdest du auch einen Grabstein machen? Ja, das ist ein Elend. Das ist also, eigentlich ist das lässig für jemanden, aber weißt du, das ist ein Geschäft, oder? Und wenn du nicht auf das Polen bist, dann machst du nur falsch, oder? Ich fahre nicht Auto, das muss ich ja noch bringen, oder? Ich habe mal, ich kann schnell erklären, ich habe da hinten geschafft und dann ist ein Professor sowieso, Geologe, ist immer vorbeigetäppelt, gesagt, grüezi. Wir haben uns jahrelang grüezi gesagt. Und eines Tages ist er gekommen und gesagt, sieh jetzt, ich habe gesehen, was sie machen, aber meine Frau ist vor 2 Jahren. Und da der Randstein, das würde mir langen, oder? Und ich sagte, ja, aber dann... Dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, also wenn sie auf die Stadt gehen, das kann er bewilligen. Und ich nichts tue, dann mache ich das rein. Dann habe ich eine Schrift gemacht, das war Granit und die Schrift sieht man nicht so gut. Dann ist er rot angemalt. Das hat ihm total gefallen, oder? Er hat gesagt, oh super. Er hat den Tag gesetzt. Und nach einem Monat ist er wiedergekommen und hat gesagt, Herr Sieber, mir gefällt der Stein, aber in meiner Verwandtschaft ist das rot zu rot. Und dann haben sie gesagt, ja, das kann sein. Aber sie waren zufrieden, gewesen, oder? Ich habe gesagt, ja, ja. Also jetzt gehen sie davor in die Drogerie, ein Büchsli, rote Farbe, tun sie es anmalen. Dann haben sie gesagt, das müssen sie machen. Ich sagte, nein, ich kann nie auf den Friedhof. Dann hat er mir nie mehr Grüezi gesagt. So ist das, oder? Eben. Nein, das geht nicht. Und dann müssen wir dann weitermachen. Oder? Die sind in der Tür, oder? Und dann kommen die Leute, du musst traurig sein, oder weiss ich was. Also, wenn es sonst geht.
Auch? Noch eine Frage, noch eine Frage. Also. Was ist jetzt gerade im Stand? Ja, das ist schwierig zu sagen. Die ist noch dort hinter, die, wo hinter innen, nein, die andere ist noch nicht ganz fertig. Die rot. Die rot, da bin ich, nein, die hinter innen gerade direkt. Und so, oder? Das ist, ich habe immer ein paar Sachen in Arbeit. Also, wenn es konkret wird, wenn ich einfach weiss, dann mache ich das. Aber manchmal wird man ein bisschen unsicher, dann arbeite ich an anderen weiter. Deswegen, also, oder wenn, man, eben, wenn ich einen Auftrag habe, muss ich das einfach durchziehen, oder? Das ist klar, oder? Das ist im Moment nicht der Fall. Dann lasse ich so ein bisschen an mich herankommen und lasse mich durchspülen durchs Leben. Also zu der letzten Frage gibt es immer noch eine allerletzte, oder? Und ja, klar. Die muss ich jetzt gleich noch schnell stellen, weil wir haben die Stellen im GZ erwähnt, wir haben St. Jakob erwähnt, du hast vom Lochengut erzählt. Wenn wir jetzt eine kleine Stadtwanderung machen möchte, was könnte man noch alles an Paul Sieber Kunstwerk erwandern? Ich habe da hinten ein Papier bereitgelegt. Wir haben vor anderthalb Jahren hat einer, der Leuenberger, Rudi, hat gesagt, er macht jetzt mit seinen Leuten eine Führung durch die Stadt durch. Und dann haben wir so ein Papier, wo man die Sachen kann. Das ist da hinten liegt. Okay, super. Ja. Gut. Ja. Also, dann werde ich das als Signal zum das Papier anschauen, in Schermen ja. gehen. Und ja. wir offerieren selbstverständlich noch ein Apero vom Quartierverein. Vielen Dank fürs Kommen. Thank you.